Hallo Leute, herzlich willkommen auf den Kanal Stano Gaming. Und heute spielen wir mal ein neues Spiel, nämlich den Business Tycoon Simulator. Das ist eine Demo, denn das Spiel ist, glaube ich, noch gar nicht raus. Ich weiß es aber nicht ganz. Ja, hier, das ist einfach ein Business Simulator. Keine Ahnung, was man hier machen muss. Wir finden es einfach mal heraus. Freut mich, Sie kennenzulernen. Mein Name ist Bobby und ich bin der neue Berater. Zuerst brauchen wir einen Designer, um Konzepte zu erstellen. Klicken Sie auf das Symbol im Abschnitt Mitarbeiter im unteren Tab, suchen Sie nach der Rolle Designer und wählen Sie jemanden, der zu unserer Vision passt. Es ist ein entscheidender Schritt, um unsere Designprojekte zu starten. Okay, also hier sollen wir jetzt Mitarbeiter suchen. So, Designer, also die beiden hier, Monatsgehalt, boah, 2800, nehmen wir natürlich den hier. In ihrem Team auf. So. Als nächstes benötigt unser Designer einen Schreibtisch zum Arbeiten. Öffnen Sie den Konstruktionsmodus, indem Sie auf das Symbol klicken. Finden Sie den Designer-Schreibtisch in der Möbelliste und platzieren Sie ihn in Ihrem Büro. An diesem Schreibtisch werden alle unsere kreativen Ideen Gestalten annehmen. Okay. Ingenieur-Designer-Schreibtisch. So, den packen wir wohin? Hier vorne hin oder da hinten hin? Hier, oder? Als nächstes benötigt unser Designer einen Schreibtisch zum Arbeiten. Habe ich doch jetzt. Bauphase verlassen, ja. Designer-Schreibtisch. Ingenieurtisch? Nee, ist richtig. Ah, mit unserem Designer bereit, ist es Zeit, unsere erste Konzeptproduktion zu starten. Schauen Sie oben auf Ihrem Bildschirm. Hier sehen Sie eine Option Konzept erstellen. Klicken Sie darauf, um zu beginnen. Hier beginnen unsere Ideen, sich in reale Produkte zu verwandeln. Produktename. Wie nennen wir das? Den Schraubendreher. ST. Schraubendreher ST. So. Ergonomie ist entscheidend für Komfort und Benutzerfreundlichkeit mit weniger Betonung auf Technik und Ästhetik. Ah, jetzt können wir hier so entscheiden, wie das so sein soll. Ja, ich finde ergonomisch ist es schon. Ja. Einfach starten. So. Unser Konzept ist jetzt in Produktion. Aber gute Ideen brauchen Zeit zur Entwicklung. Behalten Sie die Fortschrittsanzeige unter dem Projekt-Tab im Auge. Sobald sie abgeschlossen ist, gehen wir zum nächsten Schritt rüber. Sie können die Zeit verlangsamen oder beschleunigen oder das Spiel mit Steuerung unter mir sogar pausieren. Aha. Okay, Leute, ich würde sagen, ich spare euch einfach mal kurz die Zeit und wir sehen uns einfach gleich wieder, wenn das hier geladen ist. So, das ist jetzt fertig. Jetzt haben wir hier einmal Technologie 50, Ästhetik 50 und ergonomisch 34. Jetzt brauchen wir einen Ingenieur, um unser Konzept zum Leben zu erwecken. Klicken Sie auf das Symbol im Abschnitt Mitarbeiter unten suchen Sie in der Liste. Bla bla bla. Mitarbeiter suchen. Ingenieur. Also, wer ist hier günstig? Der hier. Wir nehmen natürlich hier die günstigsten. So. Als nächstes benötigt unser Ingenieur einen Schreibtisch, um an unserem Produkt zu arbeiten. Ja. Der Ingenieurtisch. Kein Produktkonzept. Ja, ich weiß. So. Es ist jetzt an der Zeit, den Preis für unseren Konzept festzulegen. Klicken Sie auf das Stiftsymbol. Im Abschnitt Konzept unten. Finden Sie Ihr Konzept und passen Sie seinen Preis mit dem Schieberegler an. Zielen Sie auf die beste Balance zwischen Kundenanziehung und bestem Preis. Der richtige Preis wird die Gewinne maximieren. Der hier, Konzept, okay. So, was soll ich jetzt machen? Preis. Kosten pro Einheit.
Okay, machen wir $70 einfach so. Okay. Und jetzt bin ich fertig, oder was? Und wenn ich jetzt hier ein Konzept erstellen will, dann kann ich hier wieder. Nee, den haben wir ja. Verkaufspreis 28 bis 80. Aha. Jetzt haben wir hier zwei so Dinger. Und der macht jetzt hier die ganze Zeit praktisch die Artikel und die liefern praktisch die Artikel weg. Aha. Aber kann man das nicht auf 80 machen? Nee. Also 70, ja, 71 so. Zack. Auf 71 lasse ich das jetzt. Und Konzept erstellen dauert etwas jetzt. Also wir haben hier wieder einen Schraubendreher, aber den habe ich ja schon gehabt. Ah, nächster Tag. So, jetzt geht der Tag vorbei. Boah, wir haben sehr viel Minus gemacht. Ich hoffe, wir kriegen das auf jeden Fall noch behoben, ne? Weil ich will nicht, dass ich pleite gehe mit der Firma. Ich hoffe, wir werden nicht pleite gehen. So. Kann ich jetzt ein Konzept erstellen? Nee. Immer noch Schraubendreher. Ich will doch gar keinen Schraubendreher mehr machen. Ah, hier bei Forschung muss ich, glaube ich, was forschen. Ja, verfügbare Forschungspunkte 3. Muss ich jetzt die ganze Zeit Schraubendreher forschen oder was? Forschen soll ich schon machen. E-Book wieder. Nee, hier, Audiorüstung. Ah, okay, also ich kann jetzt hier gleich für 10 so verfügbare Punkte da so ein Mikrofon machen, okay. Aber ich glaube tatsächlich, dafür brauche ich ein Konzept wieder. Ich denke mal, ich mache jetzt hier wieder ein Konzept, oder? Ja, komm. Das ist das Schraubendreher ST 2.0. Na, kann man nicht. Dann halt 2. So. Und hier gehen wir jetzt auch nicht auf ergonomisch. Ah, okay. Also hier kann man jetzt sehen, hoch, hoch, niedrig. Also ergonomisch ist tatsächlich für die noch zu niedrig gewesen. Deswegen mache ich das jetzt hier mal einfach auf 56. Bestes internes Konzept. Okay. So, dann machen wir jetzt einfach eine neue. Stimmung ist bei ihm auch noch gut. Kann man eigentlich jetzt sogar sagen, dass die auch frei haben wollen? In den Urlaub schicken. Ja, tatsächlich. 100 pro Tag, 91 pro Tag. So, er macht jetzt hier wieder die Forschung. Der macht hier fleißig die Produkte. Ich würde sagen, wir kaufen, wir müssten normalerweise sogar noch einen zweiten kaufen. Denn, ja, wenn wir. Aber wir brauchen erstmal die Kohle, ne? Also, ich weiß nicht, wie teuer ist das? Ja, 2500. Ah, dann werden wir schon in paar Bereichen im Minus, ne? Ja, wir haben jetzt auch Forschungspunkte 7. Wir brauchen aber 10, um ein neues Produkt zu machen. 10 ist das Neue. Dann gibt es hier einen Blu-ray-Player für 45. Und danach gibt es sogar den E-Book wieder. Ich würde sagen, wir machen danach aber auf jeden Fall das Mikrofon. So, wir können hier auf jeden Fall auch irgendwas in Design skin, glaube ich. Ne, können wir nicht. Ah, Mist. Okay, Forschung ist jetzt bei 8 Punkten sogar schon. Ja, wir machen auf jeden Fall aktuell noch Plus durch die Produkte. Büromiete und Rechnungen, Tagesabschluss, Gehälter. Okay. Aha, man kann auch ein Darlehen aufnehmen, aber darf ich irgendwie nicht. So, einen brauchen wir noch, bitte. Ich glaube, wir kriegen den einen jetzt nicht. Ach, was ein Scheiß. Okay, also ergonomisch ist er jetzt immer noch. Warum ist er denn immer noch so niedrig, ey? Na, egal. Du hast genug Forschungspunkte, um das Produkt. Ah, ja, jetzt kann ich es freischalten. So. Freischalten. Let's go. So, Mikrofon habe ich jetzt freigeschalten.
So, jetzt können wir hier, guck mal, der zweite Schraubendreher ist sogar sehr gut in der Bewertung. Wir müssen auf jeden Fall hiermit hochgehen. $80. Ja, machen wir mal 75, würde ich sagen. So. Aber um den jetzt zu machen, ich würde sagen, er macht jetzt Produktlinie Schraubendreher 2. So. Ich glaube, der macht jetzt immer beides, aber der soll nicht den machen, sondern den hier. So. Okay. So, und jetzt können wir wieder ein neues Konzept erstellen. Und jetzt haben wir hier einen neuen Bereich, nämlich ein Mikrofon. Und das nennen wir unserem Mikrofon STGM1. So heißt er jetzt. So, und der lässt sich auch relativ gut verkaufen. So, ich würde sagen, wir ballern hier auch wieder auf ergonomisch hoch. Aber auch ein bisschen auf Ästhetik und auf Technologie. So, Produkt starten. Jetzt sind wir sogar 1.800 Euro haben wir nur noch. So, jetzt müssen wir auf jeden Fall hier gucken, wie wir hier Plus machen. Weil sonst sind wir wirklich am Arsch. So, er macht jetzt immer den Schraubendreher 2. Ja, das ist sehr gut. Und er arbeitet jetzt am Mikrofon. Das ist auch sehr gut. So, wann kommt dieser Laster wieder? So, ihr seht jetzt auch, wir haben tatsächlich hier einen Minusbereich. Na, Tag 1. Okay. Minus $40? Warum denn minus 40? Ach, keine Ahnung. Keine Ahnung. Ah, da kommt er jetzt. Geil. So, jetzt machen wir ein... wir haben jetzt ein bisschen was Plus gemacht. Wie lange bleibt er jetzt hier stehen? Ich weiß es nicht. Ah, jetzt ist er weggefahren. Okay. Okay, jetzt haben wir 2000. Das heißt, wenn der jetzt gleich nochmal kommt... Ah, $40 kostet das pro... kaufen. Aber wir machen hier relativ Plus, ne? Ja, ist eigentlich ganz geil. Also wir machen, wie viel Plus machen wir hier? $75, ne? Tägliche Produktion durch Ingenieure 11, tägliche Kunden 9. Täglicher, wir machen angeblich $227 pro Tag. Damit. Wir brauchen auf jeden Fall einen zweiten Ingenieur, weil dann verdienen wir noch mehr. Und dann ist auf jeden Fall das ein geiles Ding. Aber um uns das hier erstmal zu kaufen, brauchen wir halt 2.500. Und wir haben jetzt sogar noch mehr Minus gemacht durch die Miete. Das heißt, jetzt müssen wir auf jeden Fall Plus machen. Sonst sind wir wirklich ein bisschen am Arsch. Leute, ich würde aber sagen, das war es erstmal mit dem ersten Teil. Wenn ihr Bock habt auf den zweiten, lasst es mich wissen. Abonniert den Kanal, liked den Kanal vor allem. Lasst einen Kommentar da, habt einen traumhaften Tag. Haut rein, Leute, euer Sando. Ciao, ciao.